Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem geilen Montags-Stream. Was ist alles? Nur Hammer, was hier wieder abgeht. Chat rastet förmlich aus. Wirklich, gerade den Stream gestartet. Schon ist hier einfach nur geiler Shit. Nur geiler Shit. Der Chat rastet aus. Das ist so krass. Man geht online, man ist wirklich 0 Sekunden online und der Chat ist da und es einfach peitscht mich ein. Das ist so viel Erregung, wirklich unendliche Liebe vom Chat in meine Richtung. Ich find's so krass, also Dankeschön dafür, ihr Lieben. Einfach nur geil. Seit wann sieht der Stream so fancy aus? Ist das nur eingestellt? Nein, er war schon immer da. Du warst wahrscheinlich länger nicht mehr hier. Ich habe 1,5 Wochen nicht gestreamt. Wenn man länger nicht da ist, dann ist der Kopf frei. Wenn du frei hast, im Kopf, ja, Urlaub im Hirn, dann kannst du neue Dinge erreichen. Macht mehr Pausen. Macht mehr Pausen. Und jetzt, Leute, fragt ihr euch, was geht hier ab in diesem Stream? Mein Speichelfluss ist schon erhöht, weil ich mich so freue. Na, erstmal möchte ich euch begrüßen. Wer ist da? Wer ist da? Wooza ist da. Erik Torator, Hollywood, Demonic Fox, 1805, Jiggy Norris, Hannah Mason, Modosco, Onkel Fo, Breiti Breit, Sparks, Barks, Cat Girly, Chris L.A., Chrissy L.A., Dingschens. Einfach alle sind da, alle wissen das. Alle wissen, wo der gute Space ist. Und der gute Space ist hier im Stream. Leute, ich grüße euch aus dem EID Headquarter, hier aus meiner Streaming-Hölle. Es ist einfach überragend. Alle wissen das. Alle sagen das. Schön, dass ihr da seid. Was habe ich mitzuteilen? Na, ganz klar, gute Laune. Ich weiß genau, was ich tue. Ich bringe euch heute Informationen mit, wie das vorletzte Wochenende war. Da war ich auf dem Perukaville Festival und es war großartig. Und ich möchte euch diese Impressionen, die ich dort aufgesaugt habe, möchte ich euch gerne mit, da möchte ich euch teilhaben lassen. Das möchte ich euch gerne erzählen und eine kleine Reise mit euch durchleben. Aber Achtung, das hier ist nur ein kurzer Ausflug. Denn das richtig tolle, geschnittene Video mit allen Insider-Informationen, mit allen Skandalen, mit all den Sachen, die man nicht wissen möchte, wie sieht eine VIP-Toilette aus zum Beispiel, beispielsweise, ja? Das erlebt ihr nicht in diesem Stream. Das kommt natürlich auf meinem YouTube-Kanal als eigenes Video. Dementsprechend, Twitch-Leute, ich empfehle euch jetzt, nehmt diese Hand und geht direkt auf den YouTube-Kanal und lasst dort ein Abo da. Kann das mal jemand reinschreiben in diesen Chat, wie dieser Kanal heißt. Ausrufezeichen YT. Ihr wisst doch, wie es läuft. Geht da direkt rein, abonniert, damit, ich sage es euch, damit wir gemeinsam irgendwann sagen können, ich war schon dabei, als Krogmann noch cool war. Ich war schon dabei, als es noch real war. Ich war dabei, als es noch nicht so viele Follower gab, so viele Abonnenten gab. Das will ich erreichen. Und diese Möglichkeit, die habt ihr heute, Leute. Diese Leute Möglichkeit, ihr habt heute. Schön, dass ihr da seid. So, also, rein. Krogi und VIP-Toilette. The future is now. Ist wirklich so. Uns gab es vor den Millionen. So nämlich. Ich frage mich ja auch, wo die bleiben. Dementsprechend, freut euch mal, dass wir uns alle so gern haben. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist, Sparks the Barks. So, jetzt kann ich euch ein bisschen was durchklicken. Und zwar, Perukaville, EDM-Festival in Weeze, in der Nähe von Düsseldorf. Ich glaube, es gibt seit 7 Jahren. 225.000 Leute sollen da gewesen sein, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ein Haufen Leute. Und es war fantastisches Wetter. Am Sonntag war ich zu Gast. Und wie ist das Ganze entstanden, fragt ihr euch? Mein Buddy Evil Jared, mittlerweile können wir echt sagen, wir sind Buddies, ist ein geiler Typ, mag ich richtig gern. Der hat im Jahr so DJ Gigs. Der spielt DJ-Shows. Und irgendwie kamen wir darauf, dass es doch geil wäre, wenn ich ihn mit Drums begleiten würde. Finde ich nämlich auch ganz geil, die Idee. Und daran haben wir so ein bisschen gearbeitet, ist übertrieben, aber wir haben uns da ein paar Gedanken gemacht und dann haben wir Anfang des Jahres, nee, das stimmt nicht, im Frühjahr, da hatten wir einen Auftritt zusammen und daraus haben wir viele, das war ja ein bisschen kleiner, und da haben wir viele Learnings draus gezogen, sodass wir jetzt, glaube ich, einen ganz coolen Auftritt gespielt haben. Und daraus, also aber aus dem ersten Auftritt konnten wir ein Video schneiden. Das wiederum konnten wir Jareds, Veranstalter, also dem Veranstalter geben von Perukaville. Und Cola Brot, Dankeschön für die 5 Abos. Sehr, sehr freundlich, vielen Dank. Und daraus ist dann entstanden, ja, ey, kannst mitkommen. Das ist allerdings sehr kurzfristig passiert, nämlich 2 Wochen vor dem Festival.
und da haben wir noch ein bisschen dann schnell was machen müssen. So, und ich bin davon ausgegangen, dass ich 2 Termine habe an dem Tag. Ja? Sind aber 6 geworden. Und ich skippe mal ganz kurz durch. Also, Anfahrt, ne, ist klar. Und dann holt man sich irgendwann die Festivalbändchen. Also, wie kann ich denn hier durchskippen? Kann ich nicht hier irgendwie durchskippen? Doch, da. So, dann holt man sich irgendwann ein Festivalbändchen. Und dann ist das so geil, Leute, mit einem Auto übers Festivalgelände zu fahren, um dort abzuchecken, wo man hin muss. Das ist einfach das Allergeilste, wenn alle Leute, das war ja 9 Uhr oder so, wo alle Leute irgendwie pennen oder die Aufräum-Crew da ist. Das war so schön. Das fand ich so schön. Guck mal, die machen das sauber. Mit so geilen Gebläsedingern. Das ist die Bill Stage, eine der Hauptbühnen. Aber es ist nicht die Mega-Main-Stage. Die Mega-Main-Stage, komm noch. Das ist die Brainwash-Bühne. Da hatten wir einen Auftritt. Die haben so Schaumkanonen. Das ist eine riesige Waschmaschine. Im Hintergrund seht ihr auch Waschmaschinen. Da so. Aber das ganze Ding soll eine riesen Waschmaschine sein. Und das ist auch ein Bunker übrigens. Das ist ein alter Bunker. Also richtig, richtig geil gemacht. Was ich da erzähle und so, das kriegt ihr dann alles ja noch mit, wie gesagt. Aber das hier ist die Mainstage. Das ist einfach überragend. Also ich gebe euch gerade mal einen kleinen Abriss von dem Gelände. Xerslex, vielen Dank für die 32 Monate. Das ist arschlang. Warte mal, 12, 24, 6, fast 3 Jahre. Wahnsinn. Vielen, vielen Dank, ey. Du bist hier Ehren-Xess. Ihr kriegt ja einen kurzen Abriss vom Gelände, ja? Hat ein bisschen was von Tomorrowland? Ja, genau. Würde ich auch so sehen. Aber einfach mal, dass ihr seht, wie riesig das hier ist, ne? Das ist wirklich ein riesiges Gelände. Es ist wirklich hammergeil. Da läuft er. Hast du dir auch andere Artists angeschaut? Ja, habe ich. Ich gehe kurz Step by Step alles durch. So ein bisschen, wie gesagt, ein Video kommt da noch. Ich liebe, dass diese Bühne, diese Mainstage, angelehnt ist an eine Stereoanlage. Mit Lautsprechern links und rechts. Einfach richtig geil. Es ist wirklich Hammer. Richtig schön. Aber an der Mainstage habe ich sonst nichts mehr zu tun gehabt. Also an dieser Bühne. So. Dann gab es den Bus. In diesem Bus. Also es gibt ganz viele Bühnen. Ich weiß nicht, wie viele es gibt. 6, 7. Es gibt 2 riesige Bühnen und dann ein paar kleinere. Und es gibt selbst auf dem Festival, auf dem Zeltplatz gibt es sogar eine Bühne übrigens. Diesen Bus, der ist auch richtig abgefahren. Der hat eine Lichtanlage drin und eine fette Nebelmaschine. Und da war Jared auch ein paar Mal gebucht an dem Wochenende, um dort zu musizieren. Da musste man natürlich auch noch rein. Und natürlich gibt es so Sachen. Wie nennt man das? So Kirmes-Sachen halt. Wilde Maus und Co. So Perukaville, so bisschen Dösen. Artist Village. Im Artist Village, da war ich erst ein bisschen enttäuscht, weil da gab es eine McDonald's-Filiale und da habe ich mir gedacht, warte mal, wollt ihr mich verarschen? Also jetzt kriegt man hier Futter und dann ist es McDonald's. Also wirklich. Aber ich glaube, die Leute fanden es geil. Und man muss dazu sagen, sie hatten noch einen anderen Bereich. Da war dann auch ein Koch, der gekocht hat im Artist Village. Aber ich dachte erst, was? McDonald's? Bitte, what? Aber ja, war halt so. Da ein bisschen rumgelatscht auf dem Zeltplatz. Weil ich bin real. Leute, das ist jetzt wirklich Selbstlob. Sonst ja nicht. Jetzt ist real gemeinte Selbstlob. Weil man muss natürlich aufs Festivalgelände drauf, auf den Zeltplatz drauf, um zu wissen, wie das ist, wie es vor Ort ist, wie die Stimmung ist. Anders geht's ja nicht. Und die haben da auf jeden Fall noch so Bühnen. Guck mal, und dann war ich auch real bei den Leuten. Real am Start. Seht ihr das? Real am Start gewesen. Guckt ihr das? Wie real kann man sein? Gibt es was Realeres als um 10 Uhr mit den Leuten? Hier, das ist er doch. Er hat irgendwann gesagt, Krogi! Ja, klar, Mann. Klar bin ich real. Wenn du meine Nähe willst, bin ich da. So,
Dann bin ich da, wenn ich real sein soll. Seht ihr das? Das ist real. So, das Bild ist schon geil. Ich sauge an der Zitze der Community. Seht ihr das? Ist gestellt, waren Statisten. Ja, das stimmt. Aber auch das ist in Ordnung. So, dann hier alles abgecheckt, bla bla, rumgelatscht. Ja, und irgendwann ging es da los. Guck mal, dann hieß es halt. Ja, du, wir haben noch ein paar Termine. Schön gesagt. Wir haben noch ein paar Termine. Wir müssen auch noch auf die große Bühne. Da müssen wir noch einen Anheizer machen. Und dann haben mir auf einmal so eine T-Shirt-Kanone in die Hand gedrückt. Ein fettes Ding. Ist so geil, mit der T-Shirt-Kanone zu agieren. Und da ist auch noch JC von 1 Live, das ist sein DJ-Pult. Und der hat dann Jared vorgestellt. Und dann ging es irgendwann auf die Bühne. Es ist einfach so geil. Es war wirklich so ein überragend guter Tag. Und ehrlich, dieses Anheizen von Jared und mir hat mir sehr gut gefallen. Das ist der JC, JC. Unendliche Arbeit. Das war wirklich ein komplett arbeitsreicher Tag. Ich könnte überlegen, ob diese Anheizshow, ob ich die komplett hochlade. Die war wirklich witzig. Die ist wirklich witzig. Seht ihr dieses Video? Ey, wie geil sieht das bitte aus? Sagt mir bitte, dass es geil ist. Ich freue mich immer noch darüber, dass das passiert ist, muss ich euch ehrlich sagen. Darüber freue ich mich immer noch. Dieses Leute anschreien, das kann ich wirklich gut. Aber wisst ihr, wer es noch besser kann? Jared natürlich. Der kann es überragend. Aber zusammen haben wir ein gutes Team. Wenn ich diese Bilder sehe, freue ich mich richtig. Sollst auf der Kirmes arbeiten? Ja, das könnte ich. Ich könnte gut auf der Kirmes arbeiten. Stimmt, da ging erst der Shooter. So, jetzt drückt er einen rein. Das ist so witzig, weil der erste Schuss, was glaubt ihr, Leute? Wo ging der erste Schuss hin? Wo ging der erste Schuss hin mit der T-Shirt-Kanone? Das konnte ja keiner ahnen. Das konnte ja keiner ahnen. Jared stellt da. Der erste Schuss ging einfach komplett in die Ferne. Der ging komplett in die Ferne. Dass die so viel Power haben, hätte ich nicht gedacht. Der war einfach komplett über alle Leute drüber. Würde ich komplett weggegangen. Das war sehr schön. Das hat Spaß gemacht. Nee, Jared ist super. Pflegeleiches kann auch so. Jared kommt, so, und dann ist wieder sonst was passiert. Keine Ahnung. Dann irgendwann sind wir übergegangen zu Bier. So. Da haben wir natürlich Bier verteilt. Ist ja auch klar. Alle wollen Bier. Wo ist es denn? Ach so, guck mal. Dann gab es ein pinkes Shirt. Das wurde dann gefangen von einem Dude da vorne in der Mitte. Und dann habe ich ihn nach vorne gebeten. Ich glaube, der hatte wirklich den Tag seines Lebens. Der hat halt ein pinkes Shirt gefangen. Von der Kanone aus, von Evil Jared geschossen. Dann habe ich nach vorne gebeten. Jetzt musste er nach vorne kommen. Und dann musste er Stage diven. Das hat wirklich gut geklappt. Ich finde, man sollte Jared und mich jetzt immer gemeinsam buchen. Für so Motivations... Einfach nur für Festival zu motivieren. Schaut ihr das? Wie schön, oder? Da lässt er sich feiern. Das war doch wirklich... Also ist doch, da freue ich mich am meisten, dass das passiert ist. Ich glaube, der hatte, glaube ich, richtig Spaß. Guck mal, so ein Besoffener. Das ist doch schön.
Darüber freue ich mich. Echte Zuschauer, ja. Und jetzt sollte er Stage diven. Und die Leute haben mitgemacht. Ist das nicht schön? Ist doch herrlich. Natürlich vorne rum, ist klar. Und dann gedreht, perfekt. Schön mit dem Bauch auf die Leute springen. Das ist das Allerbeste. Richtiger Stage Dive Pro. Aber sei ihm gegönnt. So, weiter Shirts. Dann kam das Bier. Ey, aber was ist das für geile Bilder, oder? Schön das Bier in die Kanone rein. Ah, herrlich. Es ist das Brooklyn, eines der größten Rave- und Electro-Partys bzw. Festivals in Deutschland. Ja. Und so weiter und so fort. Da kann man auf jeden Fall noch einen Haufen geile Clips draus schneiden. Minded Ketchup. Hat reingeprimed, dankeschön. Und da war ja Rokizuki dann richtig nass. Und dann gab's Jägermeister. Oh, was das für schöne Bilder sind. Ist das... Feier's. Ich feier's. Kompletter Abriss. Kompletter Abriss einfach. So, was sagt ihr schon mal zu diesen Bildern, Leute? Seid ihr schon mal zufrieden, diese Bilder hier zu sehen? Wholesome. Ist es auch. Ist auch wirklich. Ohne Scheiß. Ist richtig, richtig cool. So. Weiter geht's. Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Dann hatten wir nochmal einen zweiten Einsatz. Da waren wir dann schon ein bisschen routinierter. Da hat mich aber komplett meine Stimme verlassen. Aber das ist einfach noch voller. Das ist aber auch richtig geil. Und da sehen die Leute schon, da kommt das Bier. Das feiern wir. Jäger an den Hals aus Jared's Hand. Alles erreicht im Leben. Schön. Alter, da war ich komplett oheiser. Müsst ihr euch da auch vorstellen, es war sehr heiß, ne? Es war richtig heiß an dem Tag. Sehr schön. Herrlich. Richtig wild. So, das war auch noch ein Termin. Habt ihr jetzt gesehen? Da kann man ganz viele Momente rausnehmen. War sehr schön. Dann hatten wir ein... Dann waren wir auf diesem Zug. Dann auf diesem Zug hier. Und auf dem Zug hatte Jared sein DJ-Pult und ich habe mein Drumset dazu aufgebaut. Und dann sind wir so, das war ganz am Anfang, so übers Gelände gefahren. Es war aber wirklich tierisch heiß. Es war wirklich tierisch heiß. Mucke an und dazu ein bisschen getrommelt. Ist natürlich schwierig, weil der Zug ist sehr lang. Und am Anfang und am Ende des Zuges waren die Lautsprecher, sodass das dann mit den Drums... War zwar nice, dass ich getrommelt habe, ja, aber ich glaube, das war mehr so einfach so Umzugsstyle, ne? So muss man sich das vorstellen. Aber auch geil. Auf jeden Fall auch, also wirklich auch hammermäßig. Und dann irgendwann bist du natürlich zu den Stellen gekommen auf dem Festival, wo es auch ein bisschen voller wurde und so. Der fuhr da halt überall lang. Aber ist auch geil, ne? Also finde ich auch Hammer. Könnte ich auch den ganzen Tag machen. Einfach irgendwie durch die Gegend fahren, auf so einem fahrenden Zug. Herrlich. Nur, dass du keinen Sonnenbrand hast. Ich war eingecremt, oder ich hatte mich eingecremt. Aber wenn man schwitzt und eingecremt ist und man oberhalb der Augen eingecremt ist und das dann in die Augen läuft, das tut halt sehr weh.
Das ist wirklich sehr unangenehm. Es tut wirklich weh. Aber Sonnencreme in den Augen tut wirklich weh. Schön, ne? Schön. Ich bin sehr zufrieden. Dann Jared ist auch irgendwann einfach schön auf den Zug geklettert. Herrlich. Muss der noch runter? Ja, ich habe mich aber auch auf der Stirn eingecremt. Das war ein bisschen dumm. So, bla bla bla, bla 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 bla. Das kommt alles im Video. Das wird halt richtig noch nice. Achso, warte mal. Was geht hier ab? Jared ist natürlich auch die ganze Zeit im Feuerspucken gewesen, ist ja klar. Und spielt Spuckrad übrigens vorher. Man kann es auf dem Video nicht sehen. Rechts von Jared ist halt so ein Polizeiauto. Und der macht halt die ganze Zeit nur Action für die drei Polizisten. Ich find's Hammer. Das ist richtig witzig. Ja. So geil. Das ist einfach richtig nice. Er macht einfach nur für die Action. Das ist einfach herrlich, weil das ist quasi schon vom Festivalgelände runter, wo die Leute alle sind. Aber wir müssen natürlich noch den Schein wahren und bis zum Ende durchziehen, ist ja klar. So. Und dann hatten wir einen Auftritt. Richtig mit ordentlichem Licht und mit ordentlichem Schaum. Spider-Nick, vielen Dank, schönen Dank. 13 Monate. Und mit ordentlichem Monitoring. Da haben wir, glaube ich, eine Stunde Programm gemacht. Ehrlich gesagt, das war Hammer. Kann man was hören? Kann man mal kurz reinhören? Mal schauen mal, ob das geht. Ja, komm mal reinhören. So. Aber da machen wir noch ein richtiges Video draus, ne? Aber auf jeden Fall, dass ihr seht, das ging gut ab. Das hat richtig Spaß gemacht. Da war doch die Mega-Schaumparty. Ja, genau. Hatten wir auch. Warte mal, wo kommt denn der Schaum? Irgendwann war da Schaum ohne Ende. Bisschen laut, sorry. So. Da ging es nur ab. Ja, und diese Leute, die da alle waren, das waren Stelzenläufer, das waren Feuerspucker, das waren Jongleure, Tänzer, Tänzerinnen. Die hat Jared natürlich alle kennengelernt. Die hat Jared natürlich alle an den Tagen zuvor kennengelernt und die alle organisiert, dass die schön Show machen. Das war wirklich Hammer. Das war wirklich richtig geil. Und das hat auch wirklich richtig gut geklappt, finde ich, mit dem Set einfach. Also mit dem Monitoring, das ich jetzt so trommeln konnte, das, wie Jared sein Set gestaltet, das war richtig gut. Also Jared hat das auch wirklich echt gut gemacht, muss ich mal sagen. Hatte ich ja auch so, weißt du, bei unserem Test war alles noch so ein bisschen durcheinander und wild bei unserem ersten Mal. Und dieser Gig war schon richtig gut. Also es war richtig vorzeigbar, muss ich echt sagen. War richtig cool. Also kann man auf jeden Fall auf anderen Festivals auch was machen. Also, auch jetzt schon an dieser Stelle gesagt, wenn ihr jemanden kennt, wenn ihr jemanden wisst, der Jared buchen will, mit einem Drummer, haut mich an. Das war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja, dann ging es weiter. Was ist danach passiert? Genau, da kommt auch so ein bisschen Schaum schon. Irgendwo war der Schaum gerade. Egal. So. Bla bla bla. Bla bla bla. Achso, dann Jared natürlich noch ein ProSieben-Interview. Natürlich. Und Jared und ich, wir waren bei MTV. Wir hatten ein MTV-Interview. Und da war ich schon komplett heiser, konnte gar nichts mehr sagen. Aber wir laufen auf MTV Deutschland. Wir sind jetzt das neue Superduo. War richtig witzig. Ohne Scheiß. Das ist das MTV-Interview-Set. Ach. Witziger Scheiß einfach. MTV gibt's noch. Ja, ich glaube schon. Da hat Jared auch gefragt, ja, was mit euch? Kommt ihr nicht mit ins Set? Früher gab's doch immer die Moderatoren, dass die mit ins Set kommen. Und da meinten die, nein, nein,
Diese Zeiten sind vorbei. Das gibt's nicht mehr. Schade. Ja, bla bla bla. Kommt da noch mehr? Ich glaube, das war es so im Groben. Achso, dann gab's noch das Party, den Partybus. Partybus, im Partybus geht der Rave ab. Tipp, 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 tipp. Wenn man solche Bewegungen macht, dann kommt doch jemand, kommt doch jemand mit dem Saxophon dazu. Weißt du, was er mit seinem Kopf hat? Ja, herrlich. Und im Bus war es nur, da war es nur crazy drin. In diesem Bus war es nur crazy. Ja, Leute, das war so ein kurzer Überflug. Gesehen. Finch ein bisschen gesehen. Electric Callboy. Über die würde ich gleich nochmal sprechen wollen. Die waren auch da. Sehr gute Jungs. Gesehen. Ein bisschen zumindest. Scooter ein bisschen gesehen. Sonst viele Termine gehabt, ne? Alexander Markus, genau, habe ich auch noch ein schönes Video von Jared, wie er meint, hä, I don't get it. Marcus Alexander, hat er immer gesagt. Alexander Markus war auch am nächsten Tag beim Frühstück. Der saß da. Aber natürlich nicht angesprochen. Privatsphäre, ist doch klar. Aber er saß direkt einen Tisch weiter mit seiner Bagage. Wisst ihr, wer sich Scooter angeguckt hat? Und zwar, und ohne Rating meinerseits, ohne Wertung meinerseits, aber ich war sehr überrascht. Dann steht man vorne an der Bühne, guckt sich Scooter an. Und mir ist das ja auch alles egal. Hast du mit HP Baxter gesprochen? Ja, Jared und HP sind Freunde, tatsächlich. Das sind beides Kumpels. Das heißt, ja, Backstage dann, also nach deren Gig. Dann den Tourmanager kennengelernt. Der stellt sich raus, dass der Tourmanager oder der Stage Manager, ich weiß nicht, ich glaube der Tourmanager. Nicht der Manager von HP, der ist richtig nice übrigens, sondern der Tourmanager, der auch richtig nice ist, hat sich herausgestellt, dass der mit Andy Strauß in einer WG gelebt hat. Natürlich. Wirklich witzig. Also man hat da viele, viele Leute kennengelernt. Also wirklich war sehr, 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 sehr funny. Und vorne an der Bühne beim Scooter-Gig stand Mola. Mola Adebisi. Okay, richtiges 90s-Revival. Und wisst ihr, wer die Begleitung von Mola war? Da dachte ich auch, what the fuck? Aber wie gesagt, bei mir jetzt ohne Wertung. Ich habe keinen Bock auf irgendeinen Scheiß. Viva Mola, ja genau. Heike Makatsch, ganz genau. Nein, nein. Oliver Pocher. Oliver Pocher und Mola sind anscheinend Buddies. Und sind da zu lang rumgelatscht. Das war, also wirklich, diese Welt ist crazy. Also, was du gesagt, crazy Welt. Naja. Verrückte Welt. Auf jeden Fall, Jared kennt natürlich alle. Ist ja klar. Heute hier zuerst gehört, morgen bei Bunte. So, Electric Callboy. Electric Callboy, jetzt muss ich mal kurz in mein schlaues Handy gucken. Und zwar, also, machen wir erstmal einen Cut. Perucaville war mega geil, überragend. Mich würde es freuen, wenn ihr euch die ganzen Videos nochmal reinzieht, die dann auch die Tage kommen. Und ja, bei YouTube einfach mal da Kommentare da lasst, Daumen da lasst. Einfach, was einfach eine coole Unterstützung ist für diesen Algorithmus, den keiner kennt, aber den alle bespaßen wollen. Damit das Video vielleicht ein bisschen, ja, ein paar Klicks dann bekommt, wenn es zukünftig online geht. Was mich einfach freuen würde, denn das zeigt dann auch, dass da Interesse ist und das dann wiederum vielleicht für andere Veranstalter auch ganz cool, dass sie sehen, ah ja, das war ja ganz cool, könnte man buchen. Ich möchte echt gerne in diesem Bereich ein bisschen was weitermachen, weil es einfach Sinn ergibt, weil es einfach Spaß macht, weil es irgendwie auch eine gute Party war und man den Leuten eine gute Zeit beschert hat. Es war wirklich sehr unterhaltsam und ich glaube wirklich funny und dementsprechend möchte ich da gerne ein bisschen mehr machen. Und das funktioniert logischerweise immer besser, wenn auf solchen Clips, auf solchen Videos ein paar Views drauf sind. Deswegen hier schon mal
Motivation dafür. Ja, auf jeden Fall cool. Vielen, vielen Dank. Jau. Das zum Perukaville. Machen wir hier einen Cut. Gedanklichen Cut. So. Electric Cowboy. Dort getroffen. Man kennt sich so sonst übers Internet ein bisschen. Aber ich hab die da zum ersten Mal so in echt gesehen. Aber im Vorfeld hatten wir schon einen Termin. Und zwar für, und da brauche ich jetzt gleich eure Hilfe, das möchte ich gerne mit euch erarbeiten. Warte, jetzt muss ich einmal kurz gucken, wo ich das finde. Und zwar am 16. August. Am 16. August habe ich 3 der Electric Cowboys bei mir im Stream. Wir werden Auto fahren. Wir machen quasi so ein GTÜ Talent, Krogis Talent Taxi. Also da fahren wir ein bisschen durch Hamburg, labern. Ich möchte von denen wissen, was abgeht, was die mit Hamburg verbinden, wie das Jahr so war. Die haben echt ein verrücktes Jahr gehabt und so weiter und so fort. Da mache ich am 16. August einen Stream zu mit 3 von. Ich hoffe, ihr habt Bock einzuschalten. Und wenn ihr Fragen habt oder so, haut's gerne raus. Das wird auf jeden Fall geil. Aber das ist nicht alles, was an dem Tag passiert. Das ist das Live-Ding. Das machen wir live. Aber, und darauf freue ich mich tierisch, die Jungs sind ja sehr erfolgreich, wie ihr wisst. Und ich finde, die brauchen von uns allen, die müssen mal wieder geerdet werden. Die müssen mal wieder so eine kleine Erdung bekommen. Und ihr wisst ganz genau, wo man am besten geerdet wird. Bei Spiele mit Schmerz. Das heißt, wir werden Spiele mit Schmerz aufzeichnen am 16. August. Und dafür würde ich euch gerne mit einbeziehen in Form, dass ihr vielleicht Ideen habt, was man zocken könnte, Dully Games, und was auch Bestrafung sein könnte. Ich habe zum Beispiel gedacht, es wäre cool, wenn man so ein Hundehalsband hätte, so ein elektronisches Halsband. Aber die sind viel zu stark. Die sind wirklich viel zu stark, weil Hunde haben ja Fell und nicht direkt Haut. Das heißt, wenn ihr irgendwas habt, was man irgendwie nutzen könnte für gute Strafen, dann lasst es mich wissen, bitte. Auf jeden Fall wird das alles passieren. Das wird auf jeden Fall bestimmt toll, weil die Jungs sind cool. Die machen echt richtig Spaß, sind ober nice, ober nett. Und ich glaube, wir werden da gut harmonieren. Das passiert halt, wie gesagt, in 16 Tagen. So, da muss ich nur noch alles konzipieren. Aber ich freue mich auf jeden Fall darauf, dass wir so einen schönen Tag haben werden. Ich verstehe das Problem mit dem Halsband nicht. Nee, ey, das ist echt ein Problem. Die sind wirklich so stark. Die sind wirklich so stark, dass du Verbrennung bekommst, tatsächlich. Das von der elektrischen, das was Lars hatte, das hat Lars von mir tatsächlich. Das hatten wir schon bei Spiele mit Schmerz. Das ist super. Da war Matteo zu Gast. Und das ist so ein Stromschock-Dingsy. Und da hatten wir als Aufgabe, dass man den eigenen Namen schreiben sollte mit dem Stromding. Aber ist auf jeden Fall ganz geil. Gibt auch Halsbänder für Menschen. Kannst mal im BDSM-Shop schauen. Ich hätte gerne einen Link. Kannst vorher ein bisschen Ferien kleben ins Halsband. Ist der Schock nicht so stark. Ja, aber das ist mir zu sketchy. Also ich will die ja auch nicht ernsthaft verletzen. So, die sollen doch schon ihre Tour. Also, ne, das ist ja Quatsch. Ich will einfach für den Moment eine Strafe, unangenehm. So, das ist cool. So, aber keiner hat ja ernsthaft Bock darauf, dass sich Leute verletzen oder was auch immer. So, dementsprechend. Street Fighter ist auch eine schöne Idee. Halsbänder haben Stufen. Ich habe es selbst schon ausprobiert. Okay. Also Links und so gerne ins Discord posten, ne? Aber habt ihr Bock? Electric Cowboy, X Krogi, X Rocket Beans TV ist doch eine schöne Kombo, oder? Da bin ich froh, dass wir sowas machen können. Hab ich große Freude dran. Große Freude drauf. Ist doch bestimmt ganz gut. Müsste ein Widerstand im Stromkreis nicht helfen? Das Access, ganz sicher hilft das. Aber, boah, Dude. Ich will da echt nicht dran rumfummeln. Ich hätte gerne etwa eigentlich lieber ein Gerät, was da nicht so krass ist. Nee, also Spiele mit Schmerz kommt bei Rocket Beans TV.
und die Live-Session rumfahren mit Fragen und beantworten und auf den Chat eingehen, das machen wir bei mir auf diesem Kanal. Genau. Also wir nehmen zwei Dinge. Wir machen zwei Dinge an dem Tag. Ja, Chrissy, die heißen aber anders, ne? Electric. Die heißen Electric Callboy. Dementsprechend finde ich Elektrizität auch genau richtig für irgendwelche Strafen. Spiel Fall Guys. Ich denke, drei Games, drei Strafen, oder? Irgendwie sowas. Das mit, und dieses Mal wird es dann auch wieder ein bisschen stressfreier. Mit Johnny Knoxville war das ja alles sehr gehetzt. Das war auf jeden Fall eine coole Folge, meiner Meinung nach. Aber es war ja insofern sehr gehetzt, weil wir wirklich nur ein kurzes Zeitfenster hatten mit denen. Man konnte nichts richtig vorbereiten und so. Das, ne, das war ja nur ein Hotelzimmer. Jetzt sind wir ja bei uns im Studio. Dann ist es aber eine kurze Sendung bei drei Spielen. Nö, kommt auf die Spiele an, kommt auf die Strafen an. Das würde ich nicht so sehen. Zum Beispiel, also wenn es eine Dreiviertelstunde geht, ist doch vollkommen ausreichend. Ich bin eher Freund davon. Seht, also ich weiß, dass damit bin ich nicht so ganz beliebt, aber ich mache lieber Sendungen, die nicht so ewig lang gehen und die man auch wirklich konsumieren kann. Fall Guys, Bomberman, Street Fighter. Na, mal gucken. Drop sie in Tarkov und wenn sie es rausschaffen, gibt es keine Strafe. Ist auch eine geile Idee, ja. Aber das dauert auf jeden Fall. Rocket League ist auch sehr schön. Rocket League ist ein schönes Spiel. Kann jemand mitnotieren? Claire, hallo. Schön, dass du rein abonnierst. Vielen Dank. Hey, Onino. Golf with your friends. Alles schon notiert. Geil. Golf with your friends. Auch schön. Schöne Idee. Ja, freue ich mich drauf. Also muss auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen forciert werden und dann freue ich mich darauf, wie das wird. Das wird gut. Ja, bin ich mir ziemlich sicher. Hast du noch den RC-Truck, den als Strafvollgas in die Leisten nach Rocket League? Ja, hatten wir, also eigentlich können wir die Sendung 1:1 wiederholen, die wir mit Matteo und Jared hatten. Da, wo zu der Zeitpunkt waren Evil Jared und ich ja noch nicht so Buddies, kannten wir uns noch nicht. Aber da eigentlich kann man die Sendung ja komplett, könnte man komplett so übernehmen, tatsächlich. Zockst du heute Abend eigentlich? Was ist heute Abend? Was ist heute Abend? Wie kommst du auf heute Abend? Bin verwirrt. Nix, einfach nur so. Ach so, nee. Nee, eigentlich glaube ich nicht. Hab irgendwas gesagt. Strafungsschüsströmming essen. Dieser ekel Gammelfisch, ne? Boah, weiß nicht. Seitdem ich übrigens streame, sind 6 Follower abgesprungen. Richtig krass. Irgendwas ist passiert, dass 6 Leute gesagt haben, boah, nee, da will ich nie wieder erinnert werden. Und es fehlen eigentlich nur noch 84 bis zu 42.000. Das ist echt, das ist wirklich enttäuschend. Naja, gut, passiert. Ist zu krass. Ich weiß, das ist Skandal, ich weiß nicht. Oder einfach zu dulli-mäßig. Da ist der Typ auch einfach zu krass hier. Zu seriös hier. Was ist aus dem Drum-Mittwoch geworden? Der läuft. Der läuft. Der Drum-Mittwoch läuft. Ich war einfach nur letzte Woche raus aus allem. Also Mittwoch wird getrommelt, morgen wird auch wieder gestreamt vormittags, aber ich bin ja noch hier. Also ich bin ja hier und diese Woche wird wieder richtig reingehauen. Ocean Katie, nee, ich habe nur erst gezockt. Ich habe mich vorbereitet auf ein paar Sachen. Ich habe Formel 1 gezockt. Aber diese Vorbereitung ist durch. Tatsächlich wollte ja sehr gut sein im Formel 1 fahren. Wollte sehr gut sein. Also, wir haben Electric Cowboy, wir haben über das Perukaville gesprochen. So lange online, dass die Follower schon wegsterben. Ja, genau. Dann
bei Rocket Beans gab es jetzt eine neue Folge Micha Bros. Kann man das hier auch zeigen? Micha Bros. Micha Bros. Da. So, ballert's euch rein. Sehr gut. Das sollte ich auf jeden Fall alle mal anschauen. Dann als nächstes Empfehlung Skill Arena gab's auch noch. Denzel war am Start, richtig schön. Ball natürlich auch. Und wir haben einfach eine Folge Skill Arena gemacht. Letzte Woche Donnerstag. Könnt ihr euch auch reinziehen, hat Spaß gemacht. Macht ihr? Du hast den Leuten deinen Kiff-Simulator aufs Auge gedrückt. So sieht's aus. Beat Shop 3. Eines der besten Spiele. Ich schreibe mit. Ja, guck es dir an. Ja, super geil, dass Denzel dabei ist. Auf jeden Fall. Super, super gut. Habt ihr schon über Gamescom geredet? Ja, es gibt Pläne. Allerdings ist für mich das alles noch nicht so ganz klar. Skillrenner ist cool, aber die Spielauswahl irgendwie strange. Ich finde, das sollte die Community in Zukunft übernehmen. Warum? Würde ich gerne hören. Schaust du noch Stray an? Ja, habe ich schon gespielt. Super. Also wollt ihr es im Stream sehen? Ich dachte, es wäre ein Spiel, was man so privat zockt. Hallo Julia, grüß dich. Julia Oetken. Also ich glaube, Skill Arena, ohne dass wir uns das überlegen, funktioniert nicht. Um ehrlich zu sein. Bist du bei Haus 3 vor der Cam? Ich glaube schon. Ich glaube schon, tatsächlich. Weil es wenig mit Skills zu tun hat, sondern oft mit Wissen, wo was ist und wie es geht. Vielleicht doch euren Skill. Ja, aber das ist ja der Witz bei der Skill Arena. Tony Fox. Also es geht ja in dem Sinne nicht um puren, also um Skill geht es ja nicht. Sondern es geht ja darum, dass wir eine unterhaltsame Sendung machen. Das heißt, wenn drei Leute ihre Games vorbereiten, sollte man ja davon ausgehen, dass jeweils diese drei ihr Spiel gewinnen. Ja, weil sie die Vorbereitung gemacht haben. Das ist aber nicht der Fall. Das ist ja das Geile an der Skill Arena, was ist einfach, dass Dinge da nicht funktionieren. Dass wir alle so ein kleines bisschen ADHS geprägt sind und uns schnell ablenken lassen und da Bullshit passiert. Aber vielleicht muss man das dann nochmal erwähnen, wenn das falsch rüberkommt. Also der Name Skill Arena ist komplett beabsichtigt, ironisch gemeint. Ja. Wir können ja gar nicht so skillig sein in Spielen wie andere Leute. Das ist ja unmöglich. Also jetzt mal ehrlich, wenn du jetzt einen Shooter nimmst oder so, sind Leute überragend gut. Und das geht ja auf alle Spiele. Ball und seine Bräuche. Ja. No pro shit. Aber, mich würde trotzdem interessieren, was du für Spiele vorschlägst, weil vielleicht wäre ja was dabei, Tony Fox, was ich dann übernehmen könnte oder den Jungs dann delegieren könnte. Also, wir brauchen da schon immer Ideen. So ist es ja nicht. Das ist ja auch klar. So, ich will wieder zurück in meinen Bildschirm. Unreal Tournament 2004, auch geil, aber du brauchst halt 24 Aufgaben und wir wollen ja nicht gegeneinander spielen, aber. Ja, vielleicht geht das ja irgendwie. Tatsächlich. Kann schon sein. Könnte ja wirklich sein.
oder? Wie hat er das gemacht? Weiß es nicht. Es ist verrückt. Unreal Tournament hat auch einen Singleplayer. Ja, das stimmt. Aber wie spannend sind 24 Aufgaben in Unreal Tournament im Singleplayer? Ich weiß, also, ja. Wie spannend ist es? Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. So mittelspannend vielleicht. Will noch ein bisschen kippen, ne? Nach links, ne? Weiß ich wohl. Kann ich das leicht drehen? Kann ich in OBS eine Medienquelle leicht drehen? Ach, Oblivion war auch nicht ungeeignet, tatsächlich. Ich glaube, Oblivion... Nee, fand ich nicht ungeeignet, tatsächlich. Fand ich schon gut geeignet. Skyrim war ja auch gut geeignet. Vielleicht waren die Aufgaben teilweise ein bisschen hart, aber das ist okay, weil er hat es vorgemacht, das passt schon. PUBG hatten wir, glaube ich, schon in der Skill Arena. Ja, das war richtig gut. Nö, ich bringe nicht nur Cringe-Spiele mit, aber ich möchte halt Spiele mitbringen, die unterhaltsam sind. Versteht ihr? Also, die, wo man einfach denkt, okay, shit, what the fuck. Das finde ich halt gut. So ist vom Unterhaltungsaspekt. Fable hatten wir noch nicht. Ist Fable eine gute Idee, meinst du? Fable hatten wir noch nicht. SnowRunner ist auch eine schöne Idee. Hey, bester Mann forever. Grüß dich. World of Warcraft. Ja, ey, es gibt tausend Ideen. Also das ist gar nicht das Problem. Ich wollte nur sagen, guckt euch gerne Skill Arena an, schaut euch gerne die Micha Bros an. Nee, ich suche gerade tatsächlich nicht nach Spielen für Skill Arena. Also wir haben gerade nur ein bisschen drüber gesprochen, aber ich habe jetzt nicht aktiv gesucht, sondern es wurde einfach nur gerade gesagt, es wäre doch ganz schön, wenn die Community Spiele aussuchen würde und nicht die Spielenden. Aber ich sehe das ein bisschen anders. Aber ich brauche jetzt tatsächlich keinen, also jetzt gerade ist kurz Luft. Wir haben die Sendung abgedreht und da kommen auf jeden Fall wieder, kommen Überlegungen dazu, aber das haben wir jetzt gerade erstmal. Also, Micha Bros, Skill Arena gucken. Game 2 war ich auch wieder am Start. Herrlich. Guckt euch Game 2 an. Da hatte ich auf jeden Fall noch ein bisschen Halsweh vom Perukaville. Wir haben kurz das Perukaville angerissen, was da abgeht. Video kommt, wie gesagt, auf YouTube. Und dann haben wir über Electric Callboy gesprochen, die hier im Stream zu sehen sind am 16. August und mit denen werden wir ein Spiele mit Schmerz aufzeichnen. Da brauche ich auf jeden Fall Support. Dann zum Thema Gamescom. Ja, da gibt es Pläne. Da gibt es 1000 Pläne. Für mich persönlich ist noch nicht ganz klar, wo ich wie zu sehen sein werde. Sehr wahrscheinlich bin ich von mittwochs bis sonntags dort. Also wirklich komplett die ganze Zeit. Aber das heißt nicht, dass ich kompletto bei Rocket Beans bin. Also ich muss mal gucken, also ich, ja, kann es jetzt einfach so noch nicht sagen, weil das alles noch nicht so ganz in trockenen Tüchern ist. Auf jeden Fall gibt es da ein paar Überlegungen und mal gucken. Mal gucken, wie es auf jeden Fall wird. Irgendwie werde ich auf jeden Fall da sein und ich würde mich natürlich freuen, wenn ich der ein oder anderen Person hier aus der Community über den Weg laufen würde. Das würde mich freuen, logischerweise. Ah ja, da gab es ja noch eine Firma. Okay, welche denn, Claire? Was meinst du? Bin gespannt, was du meinst. Welche Firma gibt's noch?
Gibt es einen Tag, den du empfehlen würdest, da zu sein? Überlege, da Samstag hinzufahren. Ich war 2 Jahre nicht mehr da. Und davor war ich ja immer... Habe ich schon mal gesagt, Claire? Das kann nicht sein. Egal. Forget it. Also ich war 2 Jahre nicht mehr da und kann deswegen das so schlecht beurteilen. Und ich fand es auch früher, finde ich, schwer zu beurteilen, weil ich nicht die Sicht eines Gastes kenne. Ja, ich bin da halt immer beruflich gewesen. Und es war halt immer obervoll. Und ich hatte immer gut was zu tun. Ich kann das so schlecht einschätzen, wann ein guter Tag ist, um sich das dort anzuschauen. Freitag arbeiten, Sonntag wahrscheinlich recht leer. Also wann dann? Ja, mach's doch Samstag. Kommt ja drauf an, was für eine Erwartung du hast. Ich weiß eh nicht, wird es dieses Jahr so voll werden? Ich höre immer von so vielen Leuten, die sagen, ja, nee, ich fahre da eh nicht hin. Weißt du, keine Ahnung. Also ich bin gespannt. Ich weiß es nicht genau, wie es wird. Und von den Publishern sind ja auch viele nicht dabei. Und dementsprechend einfach mal gucken. Ich habe auf jeden Fall noch keinen genauen Plan. Deswegen kann ich auch nicht sagen, wie wir es mit einem Treffen machen oder so. Weil es natürlich cool wäre, wenn ein paar Leute hier aus der Community da wären, dass man sich dann irgendwie treffen könnte, über den Weg laufen könnte. Aber das kann ich so irgendwie noch nicht abschätzen tatsächlich. Schwer zu sagen, wie das wird. Ich gehe nur zum Trinken hin. Dann ist es auch nicht stressig. Sehr gut, Julia. Profi-Tipps holt ihr euch bitte bei Julia ab. Die weiß Bescheid. Nur zum Trinken bitte. Das Bild ist ein bisschen schräg. Das mag ich nicht. So. Aus der Sicht eines Gastes kackt man auch schon mal in eine Tüte auf dem Boden in der Warteschlange. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Aber das kann ich ja auch nicht beurteilen, wie das so ist. Weil dein Raum immer wieder sieht so schick aus. Ey, ich habe auch hier alles wieder so schön hingestellt. Es ist einfach auch traumhaft. Es ist wirklich traumhaft. Auch dieses Rack hier, ne? Das Rack hin ist jetzt so schick. Das ist einfach alles. Ich glaube, dieses Jahr wird es nicht so voll. Tickets doppelt so teuer, Angebot mäßig und die generellen Unsicherheiten. Selbst bei anderen Events wird kaum der Ausverkauf erreicht. Ja, aber ist ja in Ordnung. Ist ja in Ordnung. Also, es wird was gemacht. Und es ist ja auch, glaube ich, viel teurer dieses Jahr im Verhältnis. Muss man einfach abwarten. Also, ich kann da keine Empfehlung aussprechen, wann der beste Tag wäre, weil ich es einfach nicht weiß. Weil ich einfach überhaupt nicht mir vorstellen kann, wie die Auslastung an den Tagen so ist. Ich selbst freue mich so mittel, weil... Ihr müsst wissen, für viele Leute ist das so das Geilste, Gamescom. Man fährt dahin, trifft sich mit Leuten, guckt, hat vielleicht ein paar Infos zu neuen Games oder so. Geil, verstehe ich. Kann ich komplett nachvollziehen. Wenn du da aber arbeiten musst, ist das Horror. Dann ist das purer Horror. Dann ist Gamescom purer Horror. Und das sage ich als Mensch, der schon echt viel Energie hat. Ich behaupte, ich habe viel Energie. Ich behaupte, ich komme auch gut damit klar, wenn da Leute stehen und einen anschreien. Ich kann zurückschreien, ja? Und das hat auch gar nichts mit meinem Alter zu tun oder so. Es hat einfach was damit zu tun, dass ich die Erfahrung habe, wie diese Gamescoms immer so sind. Und tatsächlich ist es so, wenn du von mittwochs bis sonntags da stehst und was ja auch schön ist, ich freue mich am meisten darauf, mit der Community zu quatschen und mich zu unterhalten und so. Darauf freue ich mich am meisten, das ist cool. Aber es ist natürlich so, dass du auch da To-Dos hast, innerhalb der Gamescom und das ist... Die Luft ist so mittel. Meistens ist dann draußen auch immer noch schönes Wetter und du musst dann immer in diese heiße Hallen.
ich habe dann immer wirklich, ich bin dann immer so ein bisschen zwiegespalten, weil ja, es macht Bock. Ja, mit den Kollegen, mit dem Team ist es Hammer. Aber ich selber habe jetzt nach 2 Jahren Ruhe wirklich Respekt davor und bin gespannt, wie es wird. Versteht ihr das? Ich habe einfach Respekt davor, wie es wird. Einfach, weil ich Angst habe, dass ich mich da zu krass umgewöhnen muss. Zum Arbeiten sind Messen immer doof, ja genau. Zum Saufen absolut cool, klar. Absolut Hammer. Aber zum Arbeiten ist es wirklich so, wirklich schwierig. Und ich kenne auch noch nicht genau den Plan, wie wir da agieren, also als Rocket Beans, ehrlich gesagt. Bevor ich jetzt irgendwas Falsches spoiler, lasse ich es lieber. Aber da wird es dafür viel geben. Nach Messen ist man immer krank. Da kannst du dich noch so einstellen. Es ist so wie früher Zivi zu machen im Altenheim. Da hast du auch nichts gemacht, bist trotzdem krank geworden. Sag mal, wo sauft ihr denn da? Ich habe bisher immer nur Quatsch da bekommen. Naja. Auf der Messe ist es schwierig. Nach 2 Jahren wenig Menschen packe ich diese Massen gar nicht mehr. Das ist echt heftig. Ja, verstehe ich komplett. Ocean Katie. Haben einen Stand auf der IAA. Bin froh, dass ich nur Besucher bin. Ja, ey, Corona musst du als, ich glaube, als Gast oder noch viel mehr als Mensch, der dort arbeitet, du musst es einfach einkalkulieren. Ich glaube, alles andere wäre naiv. Ich glaube, du darfst einfach danach nichts geplant haben. Ich glaube, du darfst einfach nicht irgendwie große Veranstaltungen geplant haben oder sonst was, wo du irgendwie Leute triffst. Ich glaube, du musst es irgendwie einkalkulieren und sagen, naja, ich nehme es irgendwie in Kauf. Ich glaube, sonst wäre es irgendwie dumm. Der ist Dauergast, der Corona-Mann. Ja, genau so ist es. Und dementsprechend ist es auch vollkommen legitim, meiner Meinung nach, wenn jemand sagt, nee, ich fühle das für mich nicht. Ich mag die Massen nicht. Kann ich gerade nicht gut haben. Finde ich vollkommen legitim, ist vollkommen in Ordnung. So, vollkommen. Und ich glaube, ich habe da auch keinen Bock drauf, auf Corona. Aber ich bin jetzt auch gerade so drauf, an einem Punkt angelangt, wo ich einfach denke, naja, ich trage Masken, bin vorsichtig, so gut es geht. Schnitt Peruka will, wo es dann eben komplett das Gegenteil war. Schnitt wieder aufpassen, aber Gamescom wird wieder so ein Schnitt sein, wo man nur bedingt aufpassen kann. Das ist mir vollkommen bewusst. Du bist halt in der Halle mit Leuten, überall werden Leute stehen und da wird es halt nicht immer, es wird halt nicht immer safe sein. Punkt. Ich fühle es gar nicht, aber ich würde gerne zum Treffen kommen, sollte es eins geben. Ihr lieber ins Stadion. Hey Kogi, ich habe von dir auf dem Perukaville Jägermeister bekommen. Wundert mich, dass ich nicht positiv nach Hause gegangen bin. Super, siehst du. Ja, das liegt daran, dass du halt die Kraft der über 50 Kräuter in dir hast wirken lassen. Aber mir ist auch nichts passiert, tatsächlich. Und auch getestet natürlich. Mir ist auch nichts passiert. Ich hatte nur Fieber, aber wir haben nicht getestet. Nee, alles gut. Also ist nichts passiert. Claire fühlt es gar nicht, wird aber gern zum Treffen kommen. Sollte es eins geben. Quint hat ein T-Shirt bekommen. Am Perukaville. Wirklich. Ach, da waren ja wirklich ein paar Leute da, jetzt die auch zugucken. Das ist ja schön. Das freut mich. Wie wurde der Jägermeister ausgegeben? Von Mund zu Mund? Ja, Jared hat es einmal so gemacht. Der hat jemand in den Mund reingespittet. Tatsächlich. Das war wirklich das Schönste, was ich jemals gesehen habe. Sei froh, dass du nicht schwanger heimgekommen bist. Kommt man sich auch vor. Ja. Da musst du aber dich schon ein bisschen mehr anstrengen, als einfach nur zwischen Leuten zu stehen. Muss man auch mal fairerweise dazu sagen. Ich war bei der Brainwash. T-Shirt habe ich vor Electric Cowboy bekommen. Ja, perfekt. Perfekt. Und hast du alles mitgenommen. Vielleicht bist du ja auch in einem Video zu sehen. Kommt auf jeden Fall. Konserviert von innen. Ja, also das ist auf jeden Fall Gamescom. Genauen Plan habe ich dann nicht. Aber das liegt auch nur an mir, ne? Also, ich muss mich da jetzt mal ein bisschen reinarbeiten.
wie das läuft. Ach, wenn ich gerade mit euch so mich unterhalte, habe ich schon wieder ein bisschen mehr Bock, muss ich sagen. Dann freue ich mich auch auf euch. Also ich freue mich wirklich einfach nur aus einem Grund auf die Gamescom, mich Menschen zu sehen, die hier irgendwie am Start sind. Die bei Rocket Beans am Start sind, die man irgendwie aus dem Internet kennt. Andere Creator. So, darauf freue ich mich. Das wird schön. Alles andere, auch Spielepräsentationen. Ganz ehrlich, kann ich doch mir viel besser im Internet angucken. Oder, also, ja, ich bin gespannt, ob es da Überraschungen gibt. Ich stelle mich auf keine Überraschung ein. Ja, also muss ich ehrlich sagen. Zock schon gern, aber, also sehr gehen logischerweise, sonst würde ich nicht Game 2 News machen und irgendwie Rocket Beans arbeiten und so, aber auf so einer Messe sehe ich das ein bisschen anders. Da kommt mir das, da muss es menscheln, würde Kuro sagen. Menscheln muss es. Muss ja sagen, Gamescom 2018 war mein Highlight, dir über den Weg gelaufen zu sein und kurz gequatscht zu haben. Oh, das ist lieb. Ajo. Vielen Dank. Vielen Dank. Meine Spiele-Highlights sind gesetzt. Neues WoW-Add-on, Plague Tale 2 und das Harry Potter-Spiel. Ja. Ich glaube auch nicht, dass da was Spannendes passieren wird, präsentiert wird. Man weiß es nicht. Ich finde, die Gamescom müsste man mehr entzerren. Ich fand 2018, 2019 zu überfüllt. Du, die werden Karten verkaufen, so gut es geht. Die werden sich die Kohle einstecken, die sie bekommen können. Ohne Sony auch kein PSVR 2. Ja, das ist schade. Hallo, wann kommt denn wieder Ultimate Epic Battle Simulator 2? War so geil mit dir. Du bist ja lieb. Dann müssen wir es mal wieder bringen. Ich dachte, nachdem wir jetzt ein bisschen gesprochen haben, ich bin noch gar nicht so lange live, merke ich gerade. Ich bin ja schon länger live. Ich werde gleich eine kleine Pinkelpause machen. Da drücke ich ja auch auf Werbung. Und wenn ich wieder da bin, dann können wir mal überlegen, ob wir was Schönes zocken. Ich beende erstmal jetzt das YouTube-Video, damit wir hier einen Cut haben. Also, ich fasse zusammen. Paruka will abgerissen. Kommt ein Video. Bucht Evil Jared und mich als Kombi für Festivals, für Veranstaltungen, für Weihnachtsfeiern. Wir sind geil. Spiele mit Schmerz mit Electric Cowboy wird aufgezeichnet am 16. August. Dafür bräuchte ich noch Spieleideen und Bestrafungsideen. Gleichzeitig gibt es am 16.8. ein Livestream hier auf dem Kanal mit Electric Cowboy bei mir im Auto. Aus dem Auto. Das GTÜ, das Krogis Talent Taxi von GTÜ machen wir dann nochmal. Dann guckt ihr euch nochmal Skill Arena an und die Micha Bros. Und über die Gamescom weiß ich nicht weiter was. Abonnieren, liken, kommentieren. Das ist jetzt erstmal für YouTube. Tschüss, ihr Lieben.